Wieso? Er hat es nicht anders verdient. Also ich weiß nicht, eigentlich hätte ich jetzt ein Arschloch sein können. Aber was zum Teufel hat er denn das gemacht, was so schlimm ist? Ja, das Album tönt eigentlich schon noch recht geil. Einfach, der Bass ist zu laut. Was? That's it? Hä? Was soll der Scheiß? Ah, Scheiß DVD. Hä? Dann schauen wir halt den anderen. Liu. So ein Stich und hat mich gebissen. Was passiert mit mir? Jetzt wissen wir immerhin, von wo das blöde Fief kommt. Fief! 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 So doof. Wie wär's mit dem aus nächstes? Ja. Ah, jetzt sind wir auf dem Joschen Weg. So geil, Mann, und so böse, und ich habe es erfunden. Oh, ich muss es gerade aufnehmen, hey, geil.
Lampe drauf. Kannst du dir eigentlich nicht doch Hauptsache der Whisky. Hey, ihr da hört es. Julius? Ich habe heute im Fall das ultimative Riff geschrieben. Es ist so evil. Hey. Ja, das spüren wir mal vor. Ich nehme an, etwas zu riechen dann wieder. Hört, ich habe es aufgenommen. Ich hätte im Fall Lied vergessen. Ich sage noch, so ein evil Riff hätte er noch nie gehört. Jetzt bin ich auch so gespannt wie ein Pfeilenbogen. Bist du sicher, dass du das aufgenommen hast? Das wisst ihr schon. Soll das irgendwie künstlerisch wertvoll sein? Hä? Das ist nicht das, was ich aufgenommen habe. Ach, soll ich das als Riff so sein? Dann bin ich ja schon voll. Ach nein, du bist ein Dreck. So müde. Das ist nicht abstimmen. Julius. Über das im Vorne nicht gewesen. Julius, also es tönt ja schon evil, aber als Riff würde ich das nicht unbedingt beziehen. Fick dir den Scheiß, habe ich nicht aufgenommen. Apropos Scheiß, ich muss da bis jetzt kackeln. Weißt du etwa noch auswendig, wie das Riff gegangen ist? Ja, sie hat drei Tüten gerückt. Natürlich weiss ich es nicht mehr. Jetzt die gute Sicherung aus der Jagd. Ach, zum Glück hat das Zeit. Ach, ich geh mal gucken. Sicherlich ist ja drinnen. Komisch. Micho? Lampe. Oh, Julius, das ist jetzt aber lang gegangen. Oh, Julius, alles klar? Es ist dein Tag. Ah, come on. Bist du eingeschlafen? Was geht ab? Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Ich habe das Blackout. Ich muss mich nur noch an Gestank von Michus Gegel erinnern. Ja gut, da wäre nicht eure Töpfelkeit. Ja, es ist schon recht abartig. Spül mal das Leier, hui. Boah, das ist ja mal richtig evil shit. Hey, Schüko. Hä? Spül mal das Leier, hui. Oh.
Na ja. Hat es nicht wirklich Gruseliges dabei? Ja, vielleicht auch dort, wenn man dem Titel trauen kann. The scariest movie of all time. Also heute? Herzlich willkommen zu meinem 8-stündigen Keyboard-Tutorial für Anfänger. Stell ab, Mann! In den ersten 2 Stunden erkläre ich euch die Funktion von jeder einzelnen Taste. Zuerst von der weißen und dann von der schwarzen. Wir fangen hier an und hören dann schlussendlich da auf. Kommen wir also zum Tier. Das war jetzt also doch gerade ein bisschen zu gruselig. Was haben wir sonst noch? Ja, das wäre vielleicht noch cool. Was für Emeraldos? Ja. Hey, cool, ich bin der JJ, Ex-Sänger der Band. Ich komme ein bisschen mit den Jungs jammen. Ist geil. Odo, bist du ein Scoopy oder was? Fick dich, du größer Hund. Hey, habt ihr das jetzt auch gerade gehört? Das hat gerade tönt wie ein Schuss draußen. Also ich bin's nicht gewesen. Also ich habe nichts gehört. Ja, du bist ja auch schwerhörig wie eine Glocke. Also ich habe etwas gehört. Meins, geh gucken. Wieso ich? Du hast ja sicher einen Furz in der Pipeline. Dann kannst du den gerade draussen loslassen. Wieso hast du das Gefühl, ich muss furzen? Wie du ging musst furzen. Hm,
Stimmt. Ah, dann geh raus, bevor du ihnen wieder alles verpestest. Ja, also wo dann halt immer die immer auf die Sänger kommt. Verdammt, sie kleine Scheibe. Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Wer bist du denn? Oh shit! Was schon mir sagen, du hättest das Gefaller auch nicht gehört? Sind das nicht am meisten in der Flatulenze gewesen? Ich bin im Fall verletzt. Das war nicht zu hören. Verdammte Scheisse, der Sohn will uns umbringen. Wir müssen die Polizei anrufen. Wir haben hier ohne keinen Empfang, wenn die Panzertür zu ist. Und was machen wir jetzt? Jetzt mal von mal einsprechen. Das ist eine gute Idee. Dann tut das Sterben nicht so weh. Ihr Pajasse, muss ich auch mal wieder den Arsch retten? Nein, Vanius, lass deine Knarren stecken. Es ist Zeit, den Konflikt in Oldschool-Manier zu lösen. Was meinst du? Zeit zum Schlägeln. Hätte ich noch sollen beiseln. Bist du sicher, dass du mit deinem Schwert an eine Schiesserei willst? Keine Angst, Vanius. Meine Rüstung ist komplett kugelsicher. Mensch, wie sollte Vanius mal raus helfen? Ah, weißt du, Julius, ich würde ja gerne, aber ich bin mit mehr der Genießer als der Schlägler. Ist geil. Julius, ich mache mir letztens wieder viele Gedanken über den Sinn des Lebens und stelle mir die wichtigen, grossen Fragen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wieso ist die Gotra schon mal leer? Hä? Irgendwie sind die Filme auch nicht so der Burner. Ah, was ist denn das?
Das sind ja mehr auf dem Cover. Schau mal. Hä? Haben wir mal einen Film mehr gespielt? Er muss nicht nüchtern. Das nimmt mir jetzt also schon Wunder. Hoffentlich ist es kein Porno. Was sagt ihr denn jedes Mal aus, wenn wir die ohne Party machen? Was? Du hast Party gemacht ohne mich? Oh! Niemand macht Party ohne mich. Bier? Bier? Bin ich besoffen oder zeigt der Film genau das, was wir heute Abend gemacht haben? Grüezi, Herr. Schaut leck niemand mehr, für mit euch Party zu machen. Wollen wir sonst einen Film schauen? Ihm? Tu mal vorspulen. Stopp mal hier. Wow, what a freaky. Achtung, was passiert jetzt? Ja, es ist ja schon vorher nicht warm gewesen. Wenn es totes Groupie ist, als gutes Groupie. Ja, quid pro quo, oder? Ja, was machen wir jetzt? Kann ich ein bisschen Party machen? Eine Geisterparty? Ja! Ghost Party! Was geht hier ab? Ghost Party!
stimmt es dann schlussendlich, wenn man mehrere Tasten nacheinander spielt, verschiedene, und sie dann so miteinander kombiniert. Von inneren Tasten zu mehreren Tasten. Das ist ein bisschen die anspruchsvollere Variante vom Keyboard-Spielen. Irgendwie ist das Keyboard-Tutorial noch spannend. Ja, sag nichts. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach Keyboard spielen. Ja, schon. Keyboard ist super geil. Ist geil. Gottverdeli nochmal. Nach all diesen Jahren Keyboard-Mobbing. Und jetzt fangen wisst ihr mein Instrument zu schätzen. Ja, aber nur etwa... Fünf! Abonnieren, und zwar sofort. Und jetzt versprechen wir euch auch noch gerade, I'll be back. Hoi.